Herzlich willkommen, Eric Gold. Du bist Kickbox-Weltmeister 2009, hast eine eigene Kampfkunstschule und ich freue mich unglaublich, dich im Interview zu haben. Ja, korrekt. Danke und vielen Dank für diese Möglichkeit hier, jetzt mit dir in einem Interview zu sein. Gleich dazu, ich habe vor gut 2 Jahren ein Video von dir gesehen, genauer gesagt von dir und Judith gemeinsam. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, die zwei, die haben so eine tolle Ausstrahlung. Mit diesen Menschen möchte ich einmal zusammenarbeiten. Und jetzt, nach über 2 Jahren, ohne dass ich da irgendwelche Schalter bewusst umgelegt hatte, sind wir jetzt plötzlich hier. Und damit komme ich auch gleich zu dem Seminar, das ich mir gestern angehört habe. Über das Video, denn das war ja genau die Message an sich, ja, und jetzt haben wir das sogar direkte Fallbeispiel hier, dass wir jetzt zusammenarbeiten nach einem Gedanken, der vor 2 Jahren mal rausging ins Universum. Ja, das ist genau das, was gestern in dem Mindset-Seminar ja war. Gell? Man setzt sich eine Vorstellung, ein Endergebnis und bleibt daran haften, ist da emotional dabei und dann werden offenbar Weichenstellungen gelegt, die dann zu solchen Begegnungen führen. Gell? Ja, total. Und ich fand das gestern super spannend. Ich habe mir vorgenommen, diese 3 Stunden mir mal Zeit zu nehmen und da mal reinzugehen. Und an sich war ich in den letzten Tagen energetisch zwar gut in der Performance, allerdings ich war ein bisschen, sage ich mal, fast schon ermüdet so von gewissen Aktivitäten. Auch der Schlaf war nicht allzu lang in den letzten paar Tagen. Dennoch habe ich mir vorgenommen, da in die Arbeit reinzugehen und mir mal diesen Vortrag, dieses Seminar anzuhören und dann auch mitzuschreiben. Und was dann passiert ist, möchte ich gleich hier mitteilen. Es hat sich eine Energie aufgebaut. Also statt, dass es mir dann Energie gezogen hätte, hat es bei mir Energie aufgebaut. Und das ist für mich immer so ein ganz interessantes Phänomen, wenn ich mit Menschen mich umgebe, die eine aufbauende Kraft haben oder mit einem Seminarinhalt mich beschäftige, das so eine aufbauende Kraft hat, dann fühle ich mich energetisch aufgehoben. Und dann bin ich direkt nach diesem, ich habe 4, 5 Stunden war ich quasi vor dem Bildschirm mit kleinen Pausen und bin dann nach zu meiner Mutter, die wohnt gleich unten drunter, da bin ich runter zu ihr und habe einfach mal sie begrüßt und sie sofort zu mir, boah, du siehst heute voll frisch, erfrischt aus und erholt. Gestern warst du irgendwie nicht so erholt wie heute und ich dachte mir, wie ist denn das möglich, weil ich war rein physisch gemessen, also gemessen jetzt an Schlafzeit oder sonst was, ja, an solchen Werten gemessen, müsste ich eigentlich erschöpfter sein. Aber ich habe scheinbar dynamisch und vitalisiert gewirkt. Und das fand ich dann auch für mich ein schönes Feedback zu hören, wie man nach guten Inhalten wirklich aus der Energielevel direkt heben kann. Und das passt alles natürlich total stimmig mit den Inhalten auch aus dem Seminar. Und es war dann so, das eine hat sich zum nächsten gefügt. Das fand ich total, total wirklich sehr, sehr inspirierend für mich selbst. Und ich hoffe auch die Zuschauer, dass die jetzt hier aus diesem Interview sich vielleicht auch hier und da ein paar Inspirationen mitnehmen können und dadurch ihr Energielevel heben. Ja, das ist ein super schönes Feedback. Und bestätigt eigentlich auch das, was ich seit 9 Jahren, wo ich Menschen nicht nur mit dem Hintergrund als Arzt, sondern auch so ganzheitlich, gesundheitlich coache und auch sehr viel Wert lege auf genau dieses Mindset, beobachten konnte, dass nämlich eine andere Perspektive im Leben, die plötzlich am Horizont auftaucht, dass man sich ein großes Ziel setzt. Und das ist ja auch genau das, was ich mit dem Mindset-Vortrag versuche zu erreichen, dass die Menschen wieder glauben, dass sie bestimmte Ziele, die sie sich mal gesetzt hatten, die sie aber vielleicht schon längst begraben haben, dass sie die wieder aktivieren. Und das ist eine intrinsische Motivation, wo die Leute morgens aufstehen und einfach schon mit so einem liebevollen Brennen im Herzen aufstehen und sagen, ich weiß, wofür ich heute aufstehe, weil ich weiß, was mein Fernziel ist. Ich weiß, wenn ich von jetzt ab die richtigen Schritte in mein Leben einleite, dann werde ich dieses Ziel erreichen. Und dieses schwingt dann tatsächlich durch. Das ist wie ein Akku. Und umgekehrt, die Menschen, die
die so in einer Burnout-Situation sind, die im gleichen Berufsalltag sind, die eigentlich nur eine Routine ableben jeden Tag, die werden deutlich häufiger krank, ja? Weil eben genau das fehlt, dass man weiß, wofür brenne ich morgens, wenn ich aufstehe? Ja? Wo möchte ich hin? Diese Ziele, sobald man die wieder vor Augen hat, entsteht irgendwie, bildet man sich dann eine gewisse Kraft und das, wie kann man das sagen? Da entsteht wieder eine aufbauende Energie, wenn man diese Ziele wieder vor Augen hat. Das habe ich nämlich auch in dem Seminar, ging es immer wieder um Ziele, dass man diese großen Ziele sich setzt und das hat bei mir dann eben zum Großteil wahrscheinlich dazu gewirkt, dass diese Energie auch so sich aufgebaut hat, oder? Absolut, ja. Du hast einfach wieder das große Ganze, was ein größeres Ziel, auch wo du merkst, Mensch, da möchte ich noch hinkommen, da habe ich eine Aufgabe. Das ist auch das, was viele auch, sagen wir mal, in Kinofilmen, da gibt es dann Charaktere, die etwas ganz Großes bewirken. Weißt, bei Herr der Ringe, wo die ganzen Gefährten loslaufen, um irgendwie die ganze Welt zu retten. Und plötzlich identifiziert man sich mit denen und hat dieses Gefühl, dieses Machtgefühl. Das ist dann aber halt nur ein Film, in dem man mal kurz eintaucht. Und dieses Gefühl aber ins reale Leben zu übertragen und zu merken, Mensch, ich kann doch der Held meines Films werden. Und ich kann ja mit meinen Freunden, mit meinem Umfeld zusammen oder vielleicht auch mit einem neuen Umfeld zusammen, dann tatsächlich etwas erreichen, was Wert hat, was Bestand hat. Wie ich gestern auch gesagt habe, also auch Spuren hinterlassen, nicht Staub hinterlassen, ja, im Leben. Und sobald du so ein höheres Ziel für dich hast, dann bist du energetisiert. Und dann kommst du mit all diesen Interferenzen, die wir so im Alltag haben, die auf uns einprasseln und auch mit schlechten Neuigkeiten in den Medien viel besser zurecht, weil du sagst, nein, ich bin derjenige, der das jetzt kreiert. Ich weiß, es wird Krisen geben, aber aus jeder Krise 20% gehen mit Erfolg aus einer Krise raus. Und die Frage ist, zu welchem Prozent möchte ich gehören? Wir haben ja, das Thema hat mich dann sofort getriggert, weil ich genau daran stark versuche, bei mir zu arbeiten, dass wir ins Kreative gehen, möglichst häufig im Kreativen sind und dass wir nicht nur noch ein Konsument sind, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo natürlich viele Kräfte auch so auf uns wirken, dass wir ja konsumieren sollen und einfach nur im Handy scrollen ist das eine, materielle Güter aller Art sind das andere. Und da finde ich es auch ganz spannend, das hat mich dann sofort auch da gleich gecatcht, dass du das gleich im Seminar, auch zu Beginn des Seminars, so mit angesprochen hast. Und dennoch haben wir, wenn wir große Ziele haben, haben wir ja oft auch die Vorstellung, dass das dann so unerreichbar ist oder vielleicht uns nicht zusteht, weil wir uns dann immer messen mit Größen, die noch weiter entfernt sind von dem, was wir eigentlich erreichen wollen, die schon viel, viel weiter gekommen sind, dann messen wir uns mit denen. Was kann man da deines Erachtens tun, damit man sich nicht mit diesen Leuten misst, sondern mit sich selbst, weil darum geht es ja an sich. Ja, das ist diese berühmte Vergleichsfalle, dass man immer denkt, wenn der andere jetzt an meiner Stelle wäre, würde er es besser machen. Ja? Und das ist ja auch in der Medizin, das habe ich auch im Vortrag erwähnt, ein großes Problem, auch in dem Schockraum, wenn ein Assistenzarzt, der noch unerfahren im Nachtdienst ist und der Oberarzt ist erst auf der Anfahrt und eine bestimmte, vielleicht auch seltener durchgeführte notfallmedizinische Maßnahme muss halt jetzt gemacht werden. Dann hat der Patient nicht die Zeit abzuwarten, bis der Oberarzt da ist. Das ist ein ganz großes Fehlermanagement, aus dem wir lernen dürfen, dass wir sagen, jetzt bin ich hier und das ist mein Leben. Und man darf sich immer vor Augen führen, dass, ja, als du angefangen hast, hast du auch nicht gedacht, dass du Weltmeister wirst vielleicht. Aber die anderen haben ja auch angefangen. Ja? Die haben auch irgendwann mal mit den ersten Schritten angefangen und haben einfach an sich geglaubt. Und dann ist es ja so, dass wenn du mit kleinen Erfolgserlebnissen gute Erfahrungen machst, dass sich ja auf diesen kleinen Erfolgserlebnissen dann langsam ein Vertrauen bildet, dass es mit dem nächsten Schritt auch klappen könnte. Und wiederum mit dem nächsten dann auch. Und wenn man dann das so zwei, dreimal erlebt hat, dass es besser wird,
dann ist irgendwann gedanklich der Schritt zum ganz großen Ziel plötzlich möglich. Und da geht es da rein, wirklich dieses Groß zu träumen. Und wichtig ist aber, dass man dieses große Ziel hat, weil wenn man es nicht hat, dann fällt man, wenn man im Loch ist, aus der Motivation raus. Dann denkt man wirklich, man kann es nie erreichen, weil es geht halt nie linear nach oben. Ne? Es geht immer hoch, runter, hoch, runter. Nur dass die Täler, in die man fällt, in der Regel dann nicht mehr so tief sind wie am Anfang. Vorausgesetzt, man hat das große Ziel immer im Herzen. Und für diese Ziele, das ist ja das heutige Thema auch, wollen wir über Routinen sprechen, denn nur mit den Routinen kommen wir auch sozusagen durch diese Täler durch, weil wenn ich sehr motiviert bin und gerade so einen Höhenflug habe, weil ich eine schöne Nachricht bekommen habe oder ja, weil ich super gut ausgeschlafen habe und ich fühle mich halt gerade sehr gut, dann ist es natürlich durchaus häufig der Fall, dass man auch die richtigen Entscheidungen fällt und auf dem richtigen Weg ist. Und dann kommen aber auch Tage, wo dann mal hier und da ein paar Stimmen auftauchen, ein paar Diskussionen, die man geführt hat oder auch wenn man sie nur mental geführt hat. Und man ist dann vielleicht mal in einer Talfahrt drin. Und hier gilt es ja, genau in diesen Phasen weiterzumachen. Dafür braucht es dann oft ein Coaching oder gute Inhalte, Bücher, Coaches, Seminare, Trainer, die einem dann helfen, genau diesen Momente, du hast ja auch selbst von deinen Karate- oder Kampfkunsterfahrungen erzählt, genau in diesen Momenten greift der Coach ein und sagt, das ist genau Teil deines Weges. Und das sind sogar oft mindestens genauso wichtigen Lektionen an Tagen, an denen man nicht so stark performt, genau zu schauen, okay, woran liegt es, was kann ich verbessern? Und genau das macht eigentlich dann auch den Champion aus und die kontinuierliche Entwicklung. Und das ist eben auch nur möglich mit dieser Routine, die wir reinkriegen. Und deshalb, ja, würde ich gerne mal über einige Punkte zu einer Routine mit dir auch sprechen. Ja, ich greife vielleicht noch ein Wort auf, das du gerade gesagt hast, und zwar der Unterschied zwischen Motivation und Routine oder Motivation und Disziplin. Erfolgsmenschen musst du nicht motivieren. Die haben eine intrinsische Disziplin. Die sagen, auch wenn ich heute scheiße drauf bin, auf Deutsch gesagt, ich mache es trotzdem. Wenn ich jemanden motivieren muss, dann hält diese Motivation immer nur für ein paar Tage an, weil sie kommt ja von außen. Ich versuche ihm was vor Augen zu führen, an was er noch nicht glaubt. Sobald ich dann aber wieder aus seinem Gedächtnis verschwinde im Alltag, ist die Motivation wieder flöten. Aber jemand, also das weiß man von wirklich außerordentlich erfolgreichen Menschen, die sind getrieben von ihren eigenen Zielen. Und sind dann tatsächlich in einer Routine, wobei man eines nicht verwechseln darf, das ist nämlich das, was vielen Angst macht am Anfang, dass sie jetzt jeden Tag hart arbeiten müssen in einem, und es gar nicht neben ihrem Alltag schaffen, ein neues Ziel zu etablieren. Es geht nicht darum, jeden Tag die gleiche Menge zu machen. Es geht darum, es jeden Tag zu machen, ein bisschen jeden Tag zu machen und an sich zu arbeiten, an seinen Zielen zu arbeiten. Und an einem Tag geht es super gut und dann ist das Glas voll und am anderen Tag ist das Glas fast leer, dass man da investiert letztendlich. Aber ich habe jeden Tag mein Glas. Und das ist so, da bist du natürlich jetzt mit, wo ich von dir weiß, du machst sehr viel, auch Morgenroutine, ja? Und dann hast natürlich schon irgendwann mal etabliert, dass dieses Pensum Spaß macht. Und dann wird es tatsächlich zu einem gleichmäßigeren Bereich. Der Anfang macht aber Angst, sich vorzustellen, dass ich jetzt jeden Tag so viel machen müsste. Ja? Und da hast du auch ein sehr schönes Beispiel mit deiner Morgenroutine-Gruppe, ja? Die du erstmal nur auf 30 Tage terminiert hattest. Ja, wir haben uns überlegt, dass es ja Sinn macht, frühs eine Routine, das weiß man, das ist alle Erfolgscoaches auf der Welt sind sich da einig. Also ich kenne kaum jemanden, ich kenne persönlich gar keinen, vielleicht gibt es ein, zwei, aber so gut wie alle Erfolgscoaches in sämtlichen Bereichen, ob es jetzt wirtschaftlich oder sportlich ist, persönlich, sind dafür, dass man sich morgens eine Routine aufbaut. Und es gelingt vielen Menschen nicht ganz so leicht.
Und deshalb wollten wir diesen Schritt ein bisschen leichter machen und haben gesagt, wir verbinden uns in ein Netzwerk, beziehungsweise ich fordere sozusagen meine Gesprächspartner dann auf, sage, hey, ich habe da so eine tolle Idee, willst du mit mir drauf einsteigen, dass wir mal 6 Wochen uns gegenseitig ein Commitment abgeben und füreinander da sind. Und das kann ich auch direkt hier an der Stelle so weitergeben und weiterempfehlen, dass man seinen Verbündeten mit reinnimmt, weil wir sind soziale Wesen, wir beeinflussen uns gegenseitig sehr stark. Und gerade an diesen schwachen Tagen, vielleicht ist man eben nächste Woche nicht ganz so motiviert wie heute, genau an diesen Tagen hat man dann sein Commitment, sein Partner, mit dem man eine Rechenschaftspflicht eingegangen ist. Die hat man aber bewusst getroffen, ist also nicht irgendein Arbeitgeber, den man nicht mag oder so, sondern ist ja ein Freund, mit dem hat man sich entschieden und dann ist man auch froh darüber, dass man mit dem das Agreement hat. Und das war so die Ausgangslage, wo wir gesagt haben, okay, wir wissen, dass es gut ist, früh seinen Sport zu machen und zusammenzukommen, aber wie können wir es vereinfachen? Wie können wir es leichter machen? Und ich bin heute der Überzeugung, dass ich nicht viel disziplinierter bin als der Durchschnitt, sage ich mal, obwohl ich jeden Tag meinen Sport mache. Also die Leute, die mich so von außen betrachten, auf der Oberfläche, würden sagen, nee, das ist sein Selbstbild, aber der ist ja ultra diszipliniert, der geht ja jeden Tag zum Sport. Und ich bin mir wirklich der Sache sehr gewiss, weil ich damit schon seit über 20 Jahren darüber reflektiere und auch kritisch reflektiere. Und ich bin der Sache ziemlich sicher, dass ich nicht viel disziplinierter bin als der Rest, auch wenn ich es schaffe, jeden Tag seit über 20 Jahren Sport zu machen. Nur mein ganzes Gerüst hat sich entsprechend aufgebaut. Meine Verantwortungen, zum Beispiel dieses 6-Wochen-Programm, wenn ich sage, das den Menschen anbiete, verpflichte ich mich ja quasi selbst auch schon dazu, daran teilzunehmen. Und das ist das alleine ist ja dann schon, ne? Und dann baue ich mir quasi so diese Sachen zusammen, sodass es gar nicht mehr schwerfällt und die Ablenkungen auch gar nicht mehr mich aus dem Weg bringen können. Ich habe mich ja da verpflichtet. Ja, das war so eine neue Erfindung, die wir da so reingebracht haben vor einem halben Jahr. Und mich sprechen seitdem sehr viele Menschen darauf an, weil es natürlich auch etwas Magnetisierendes, Attraktives hat, wenn man sieht, da sind 20, 30 Personen, die ihr Ding da durchziehen und jeden Tag zusammen Sport machen. Und deshalb fragen mich auch viele Menschen und somit, ja, beschäftige ich mich mit dem Thema. Und wie gesagt, Nummer eins da, Rechenschaftspflicht quasi sich aufbauen mit dem Ehepartner, mit einem Kumpel, mit einer Gruppe. Ich kann das sehr schön nachvollziehen. Ich bin Marathon gelaufen, schon als ich meine Frau kennengelernt habe. Und sie ist damals 2 Kilometer gewatschelt. Also man konnte das nicht als Joggen bezeichnen. Ja. Aber sie war natürlich hoch motiviert. Sie wollte ja mir gefallen, frisch verliebt. Und ist dann, habe ich gesagt, komm, ich laufe mit dir langsam mit. Weit unter dem Tempo, den ich für den Marathon immer trainiert habe. Aber wir laufen gemeinsam. Und dann sind wir halt 2 Kilometer gelaufen. Und ein paar Tage später sind wir halt 3 Kilometer gelaufen. Und nach 5 Wochen ist sie mit einem tollen Laufstil 12 Kilometer mit mir mitgelaufen. Und seither, das ist also jetzt im Prinzip 20 Jahre her, seither joggt sie. Also ganz, ganz regelmäßig. Und sie würde sich auch nicht wohlfühlen, wenn sie ein paar Tage nicht joggen dürfte. Also das ist einfach so, du kommst dann auch in den Endorphinspiegel, der dir die körperliche Aktivität bereitet. Das heißt, deine körpereigenen Glückshormone steigen an, du fühlst dich besser. Und wenn du dann 3, 4 Tage diese Routine nicht mehr hast, dann fühlst du dich einfach in einer schlechteren Lebensqualität, ja, weil du ja abhängig geworden bist auf diesen Mix. Und deswegen ist tatsächlich, sobald du in der Routine drin bist, die dir Spaß macht und die ein positives Feedback gibt, ist es dann auch nicht mehr schwer. Ja, dann rutschst du einfach automatisch dadurch. Ja. Ja, genau. Sich das also, dieses schwere Bild auch gar nicht versuchen zu vereinfachen, zumindest in den ersten Schritten, sich deutlich zu vereinfachen. Ein Tipp, den ich da mal mitbekommen habe, ist, wenn man zum Beispiel zum Laufen Schwierigkeiten hat, weil wir gerade das Thema haben, wenn man da Schwierigkeiten hat, sich einfach nur frühst die Laufschuhe anziehen. Und nicht mal laufen gehen, aber die Laufschuhe anziehen. Allein da schon irgendwas zu tun, auch wenn es etwas sehr, sehr Leichtes ist. Und ich glaube, viele unterschätzen die Wirkung dieser der Routine.
Und ich meine, diese intensive Routine, die ich jetzt heute pflege, also die ich schon, die ich quasi pflege, dass ich stehe ja früh um 5 Uhr auf, lese etwas, meditiere, gehe dann zum Sport. Das ist ja schon ein heftiges Frühprogramm. So für viele hört sich das erstmal ganz, ganz heftig an. Ich möchte es aber mal ein bisschen runterbrechen. Es ist eigentlich, hat das Ganze angefangen mit einer 3 Minuten Meditation. Ich habe mir nämlich irgendwann angewöhnt, immer wenn ich früh meinen Kaffee trinke, den Kaffeesatz sozusagen, also den richtigen Satz gibt es ja nicht, aber es gibt dann immer so diese Muster. Und ich habe dann angefangen, irgendwann mal diese Muster mir anzuschauen, einfach nur anschauen, also quasi wie eine Meditationsübung, war eine Form der Meditation. Ich habe früh also, wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, möglichst dekaffeiniert erstmal, dann schaue ich da rein, was passiert denn alles? Einfach mal, dass ich in dieser Schwingung noch bleibe, und du redest ja auch in deinem Seminar davon, dass man frühs in einer ganz anderen Aktivität ist, und die möchte ich beibehalten. Und das fand ich so toll, diesen Appell, den ich bei dir auch im Seminar gehört habe, dass man eben nicht ans Handy greift und sich gleich beflutet, sondern das ist so wertvoll, die ersten Gedanken. Also wenn man nur das heute aus diesem Video mitnimmt, bin ich mir schon sicher, oder natürlich aus deinem Seminar, wenn man das mal mitnimmt, hat man so einen großen Win, weil frühs haben wir diese ganz anderen Schwingungen, von denen du ja sprichst, mit denen du vielleicht immer gleich anknüpfen kannst, wir haben ja ganz andere Schwingungen, und da möchte ich drin bleiben, weil das ist ja mit das Wertvollste. Warum soll ich die vergeuden und direkt ans Handy rangehen währenddessen? Und deshalb ist genau, habe ich damit angefangen, mit so einer ganz simplen Morgenroutine, und einfach mal geschaut, was sind denn da für Muster? Könnte ich natürlich auch genauso mit Wolken machen oder so, ja, also einfach mal so die Fantasie spielen lassen und dann mal ein bisschen geschaut, warum erkenne ich diese Muster gerade? Warum kommen genau diese Muster? Dadurch erreiche ich eine gewisse Metaebene zu meinen eigenen Gedanken, sprich wie in der Meditation, dass ich nicht in meinen Gedanken gefangen bin, sondern auch darüber reflektieren kann und die auf Seite stellen kann. Und solche Übungen, die ich auch aus Meditationscoachings gelernt habe, mache ich mit meiner Tasse Kaffee. Und das war der Start für alles andere. Weil wenn man erstmal in die Eigenaktivität hier geht, dann kann alles andere auch erstmal entstehen. Und das hört sich jetzt, wie gesagt, primitiv an, aber das darf es ruhig. Ich bin der Überzeugung, dass so ganz simple kleine Dinge dann zu einer Routine, wenn die dann zu einer Routine werden, dann wird es nämlich, kommen wir zum nächsten Punkt dann später, dann ist es nämlich einfach an die Routine noch andere Dinge anzuknüpfen. Aber vielleicht kannst du mal was zu diesen Wellen sagen. Was passiert denn da frühs? Ja, auch prinzipiell dieses in die Tasse schauen und dann ein Muster, das ja abstrakt ist, das ja nicht irgendwie einen Namen hat oder eine ganz klare Form hat, sondern du hast ja nichts, wo dein Gehirn jetzt gedanklich sofort drauf anspringen kann und sagen, ja, gut, das ist ein Auto oder das ist das, und du hast nur Assoziationen. Das sind ja auch beliebte Techniken, Meditationstechniken, wo man versucht, seinen Geist an etwas zu binden, was nichts Konkretes hat, keine konkrete Form hat. Das gibt es auch mit Kaleidoskopbildern, wo man dann Kaleidoskopbilder vor sich sieht, die sich dauernd bewegen, die einfach nur den Geist dran fixieren, weil es gibt ein schönes Bild, dein Geist ist wie ein Eichhörnchen, das überall auf alles, was sich bewegt, drauf springt in der Umgebung. Also du sitzt da und möchtest eigentlich meditieren, aber draußen fährt ein Auto vorbei, das hat eine Fehlzündung, das hörst du knallen und schon bist du bei dem Auto und springst geistig mit dem Auto mit. Und es geht eben darum, dich ja in dem Zustand zu haben, dass wenn du sagst, ich möchte jetzt 15 Minuten einfach mal eine Auszeit von meinem Alltag haben, dann merken viele, dass sie 15 Minuten lang ihre Tages-To-Do-Liste durchgegangen sind. Und dass die Meditation im Prinzip eigentlich für die Katz war, weil sie schon ständig am Planen wiederum der bekannten Realität waren. Und die Schwierigkeit ist ja einfach, dass man sich dann davon rausnimmt und das rechtzeitig merkt. Deswegen bin ich da auch Fan für die Anfänger von diesen Neurofeedback-Systemen, wie so ein Stirnband, das den EEG misst, wo man dann einfach hört, da sind schöne Vögelgeräusche, wenn man im richtigen Hirnrhythmus drin ist, nämlich in diesem Alpha-Rhythmus dann drin ist oder vielleicht besser sogar noch in den Theta-Rhythmus kommt. Und sobald ich aber abdrifte, kommt ein Sturm in meine Kopfhörer, wo ich merke, aha, ich bin im Büro, ich bin schon beim Arbeitstag, ja? Und dann merke ich sofort, und zwar 2, 3 Sekunden später schon, oh, ich bin
Ich vergeude schon wieder Zeit und kann sofort wieder den Sturm runtermachen. Und diese Hirnwellen sind eben, du bist jetzt im Moment sind wir in einem Beta-Rhythmus, wenn man das EEG, also die Hirnfrequenz, wie das Hirn schwingt, betrachtet. Und wir schaffen es dann im Alltag tagsüber mit etwas Übung relativ schnell in ein Alpha zu kommen, was aber etwas schwieriger ist, tatsächlich diese Theta-Schwingung zu erreichen, die noch tiefere Schwingung, in der wir offenbar am besten geeignet sind, Dinge in unser Leben zu ziehen und auch zu kreieren. Und automatisch, natürlich, wachen wir aber in der Regel in diesem Theta-Rhythmus auf, sodass wir in dieser Phase, wo wir in der Aufwachphase sind, ja auch häufig so zwischen dem Dämmerzustand, Traum und Tagesbewusstsein noch ein paar Mal hin und her pendeln. Das kennen viele, die hauen dann noch mal fünfmal auf ihre Snooze-Taste vom Wecker die gehen schon hin und die putzen sich schon die Zähne und dann merken sie, ich liege ja immer noch im Bett, aber sie haben es schon gesehen, wie sie die Zähne putzen, weil sie alles sofort noch von ihrem Geist kreieren können. Aber sie machen es dann teilweise halt noch unbewusst. Und daher ist diese Zeit so extrem wertvoll, wenn man diese für sich nutzt morgens und nicht gleich wieder in das Bewusstsein von gestern zurückgeht, indem man als allererstes das Handy macht, weil dann Handy anmacht und auf die Messages schaut, die jetzt aufgelaufen sind, weil dann ist man gleich wieder in genau allem das, was man eh schon kannte und ist nicht im neuen Kreieren drin. Und daher ist eigentlich die erste halbe Stunde bis Stunde sollte morgens einem selbst gehören. Wirklich meinen Zukunftsplänen. Und daher auch, ich habe ja das Seminar, ist ja ursprünglich entstanden wegen Vision Board, dass man Zielcollagen macht und sagt, wo möchte ich in 5 Jahren sein? Und bei uns ist halt so, meine Frau und ich, wir haben unser Vision Board im Schlafzimmer. Das ist das Erste, was wir morgens sehen. Wir wachen zu unseren Träumen auf, zu unseren Zielen auf. Und ein Ziel ist ja ein Traum mit einem Datum. Also, dass wir wirklich sagen, das soll bis dahin sein. Und wir gehen dann aber in dieser Phase in das Gefühl, als hätten wir es schon erreicht. Also auch wenn jemand eine Erkrankung hat, dass er sich vorstellt, wie er eine Freundin anruft und sagt, du, ich hatte damals dieses Problem und dann hat es irgendwann Klick gemacht, ich habe bestimmte Dinge in meinem Leben geändert, ich habe mich anders ernährt, ich habe mich begonnen zu bewegen, ich habe mich unglaublich viel informiert gehabt und plötzlich habe ich gemerkt, Tag zu Tag wird es besser und jetzt weiß ich genau, ich werde nie mehr in diese Situation zurückkommen. Also in dieses Gefühl rein als wäre es bereits passiert, immer in der positiven Form und nicht in dem, ich möchte nicht mehr das haben, weil er nicht versteht das Unterbewusstsein nicht, er nicht versteht auch dieses Quantenfeld der Möglichkeiten nicht, sondern dass man wirklich immer in der positiven Formulierung bleibt und auch wirklich in dieser mit allen Sinnen sich das vorzustellen. Nicht nur mit dem Gedanken, sondern auch wirklich das Fühlen, wie fühlt sich die Situation an? Welche Dankbarkeit empfinde ich, wenn ich dort bin? Und einfach bewusst sein, dass jeder Gedanke so funktioniert. Das heißt, auch der Gedanke, der zweifelt. Und wenn ich einen Gedanken, diesen positiven habe, aber 10 Gedanken, die Angst machen, warum es für mich gerade nicht klappt, wollen sich die anderen 10 auch verwirklichen. Und dann gibt es ein Wettrennen. Und wenn ich halt 8 Negative ins Rennen schicke und einen positiven, kann nichts Gutes bei rauskommen. Also es geht auch in gewisser Weise um die Gedankenkontrolle. Ja? Und du hast, glaube ich, auch mir mal erzählt, dass du dir deinen Weltmeisterschaftskampf vorher genauso visualisiert hast, ja? Das war für mich wirklich ein Phänomen. Ich habe von dieser Technik schon gehört. Vielleicht war da auch ein Stück weit das Verlangen sehr groß. Denn was viele nicht wissen, ich hatte, bevor ich zum Welttitel gekommen bin, noch 2 weitere Versuche, die gescheitert sind. Und das ist ja das, aber das hängt ja nirgendwo, ja. In der Kampfkunstschule hängt ein großer Gürtel, ein Welttitel. Da ist aber kein Platz für nochmal, hier war ein Versuch und hier war ein Versuch. Das steht ja nirgendwo. Das heißt, was dann die Menschen sehen, ist der Welttitel. Die sehen nicht, dass da ein versuchter Welttitel war und ein versuchter Welttitel, auf den der Welttitel aufgebaut hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass ich das wenigstens von mir persönlich dann mitteile. Denn, wie gesagt, an der Wand sehen wir nur den Titel. Wir sehen nicht, was es alles braucht, bis man zum Titel kommt. Das mal vorweg. Das heißt, der Druck wurde auch größer zu einer Veränderung. Ich musste also etwas anders machen als in anderen Titelkämpfen, weil dort war ich top vorbereitet. Die anderen 2 Titelkämpfe, ich war super vorbereitet.
Ich habe mich unglaublich stark gefühlt. Ich bin die Weinberge hier in Würzburg sind die Weinberge, die bin ich hochgerannt, runter und nochmal hochgerannt. Und das habe ich genauso oft gemacht wie die Runden. Also wenn ich 10 Runden Kampf hatte, bin ich hier 10-mal hochgerannt. Also ich habe mich wirklich unglaublich stark gefühlt, auch in den anderen 2 Titelkämpfen. Dennoch habe ich die 2 verloren. Und ich musste also irgendwas verändern. Denn die liefen, ich hab einfach gut gekämpft. Das waren auch keine schlechten Kämpfe, aber die habe ich irgendwie komischerweise so knapp verloren. Und dann, ich konnte nicht genau herausfinden, was es ist, aber es musste etwas her, es musste eine Veränderung her. Und dann hatte ich eben auch Coaches, ich hatte Mentaltrainer. Ich war bei einem, ja, Mentalcoach in einer Sitzung und wir haben angefangen, an dieser Visualisierungstechnik zu arbeiten. Und dann habe ich genau das gemacht, was mir empfohlen wurde. Ich bin dann einen Tag vor dem Titelkampf war ich in meinem Zimmer und habe eine Musik eingespielt, die mich aufbaut. Eine Musik, die ich 100-mal hören könnte. Eine Musik, die mich emotional auch ergreift. Habe diese Musik spielen lassen. Mit der Musik bin ich dann reingelaufen in meinen Kampf, also visuell, ich war in einem kleinen 12 Quadratmeter Zimmer mit 2 Betten, einem für mich und einem für meinen Bruder, also er war jetzt, aber ich war in der Halle, ich bin quasi reingelaufen zu der Musik, ich bin komplett den ganzen Kampf visuell durchgegangen. Das heißt wirklich jeden Schritt, wie ich meine Sachen umziehe, wie ich mich aufwärme, bevor ich noch reinlaufe, wie ich dann reinlaufe, wie Leute zuschauen, wie es da in der Halle riecht, wie ich mich fühle, wie ich da alles spüre an meinem Körper, wie der vor dem Boxkampf der Ringarzt zu mir kommt und checkt, ob etwas zwischen den Handschuhen ist, ob ich einen Tiefschutz habe, ob ich einen Mundschutz habe. Dann habe ich in meinem Zimmer meine Zähne gezeigt. Also wirklich bin dann einfach komplett exakt in real time quasi genau die komplette Geschichte durchgelaufen. Dann bin ich in den Boxring, bin in meine Ecke, hab mit dem Coach mich umarmt, bin dann zur Ringmitte, hab dem Referee zugehört, wie er noch die letzten Anweisungen gibt und sagt, shake hands, auseinander, wie es dann der Gongton kommt, wie ich drin bin und wie ich den Kampf führe. Mir war sehr wichtig, dass ich den Kampf in Führung gehe und dass ich nichts zulasse, weil ich wollte es dieses Mal nicht dem Zufall überlassen. Ich wollte nicht einfach nur gut und stark sein, sondern ich wollte ganz klar den Kampf dirigieren und wenn der Gegner eine Aktion macht, war für mich klar, ich muss 2 Aktionen machen. Ich wollte jeden Konflikt quasi dominieren. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, wollte ich die Oberhand gewinnen. Das heißt, wenn ich mal getroffen werden sollte, war für mich klar, gebe ich 2 Antworten zurück. Und so, dass es auch keine Diskussion gibt, weil das war das Problem in den anderen 2 Wettkämpfen, dass ich jeweils im Ausland war, einmal in Frankreich, einmal in Italien. Und dann war ich natürlich gegen den Lokalmatador immer, weil er muss ja den Titel gewinnen. Und wenn es dann ungefähr gleichmäßig ist, dann ist es auch ganz normal, dass dann der Landsmann in dem Fall, wo der Wettkampf auch stattfindet, auch seinen Titel behält. Man muss also deutlich besser sein. Man muss sogar, damit man quasi den Referees gegenüber auch nichts dem Zufall überlässt oder gewisser parteiische, natürlich ist man irgendwo ein bisschen parteiisch, sind ja auch nur Menschen. Und damit das aber trotzdem zu meinen Gunsten kommt, war für mich klar in meinem Zimmer, ich muss jede Auseinandersetzung gewinnen, jede Runde. Und so bin ich den Kampf komplett Runde für Runde durchgegangen, mit Pausen. Also ich habe dann auch einen Timer gehabt mit einem Gongton auf meinem Handy. Und dann Wahnsinn. bin ich die komplett bis auch nach dem, und ich bin sogar so weit gegangen, dass ich auch mal einen festen Schlag abbekomme, habe mich dann in meinem Zimmer im Kreis gedreht, ganz häufig, damit ich fühle, wie es sich anfühlen muss, wenn ich mal einen festen Schlag auf den Kopf bekomme, dass ich dann trotzdem noch bei der Sache bleibe. Also auch solche Wahnsinn. Phasen, also auch die schwierigen Phasen im Kampf, die Konditionsprobleme, alles bin ich durchgegangen und hatte für alles meine Antworten und bin dann auch nach dem Kampf, also wenn der Kampf vorbei war, die letzte Runde, bin ich auch in meine Siegerpose gegangen, in mein Zimmer, ja, und habe das gefeiert, dass ich gewonnen habe. Und das Phänomenale war, ich habe diese Art von Visualisierung in den vorherigen Titelkämpfen nicht gemacht. In diesem Kampf habe ich es gemacht. Das war dann wieder in Frankreich.
Wir sind da hingefahren und unfassbar. Ich hatte eine Ruhe und Klarheit, die ich vorher nie hatte, obwohl ich eigentlich, theoretisch hätte ich ja sogar angespannter sein müssen, weil es hat schon zweimal nicht geklappt. Also hätte ich theoretisch sogar vielleicht angespannter sein müssen, aber irgendwie war für mich völlig klar. Das war so klar, dass es mir eine unglaubliche Ruhe gegeben hat. Ich habe noch halbe Stunde vor dem Kampf noch ein Nap geführt und war einfach nur dort. Und der Gegner, der hatte sich schon 2 Stunden vorher bandagiert, 1 Stunde vorher schon angefangen aufzuwärmen. Und ich habe eigentlich nur genappt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt sind nur noch 20 Minuten zum Kampf. Ich muss mal jetzt mal wirklich mich umziehen. Habe mich relativ zügig umgezogen, schnell meinen Raum abgemacht, aber genauso, wie ich es im Zimmer gemacht hatte. Und es ist exakt so passiert wie in der Visualisierung. Und zwar genauso. Klasse. Und ich habe die Runden, ich habe jeden Konflikt gewonnen, sodass es für mich völlig klar war. Ich war auch so nach dem Kampf, war auch für mich völlig klar, jetzt muss ich auch gewinnen. Völlig egal, was, ob die jetzt parteiisch sind oder nicht, weil ich habe jeden Konflikt für mich sozusagen. Es war mir ganz wichtig, dass ich jeden Konflikt siegreich gestalte. Und somit dann wurde ich Sieger und das war irgendwie, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Aber es hat natürlich bestätigt, was da passiert ist, wie das funktioniert mit der Visualisierung. Ja, das war schon ein phänomenales Erlebnis. Wenn man sowas mal spürt, sowas Intensives, dann festigt das natürlich auch den Glauben daran, dass es funktionieren kann. Ja. Aber auch ich habe diese Information ja mitbekommen von anderen Menschen, denen das passiert ist. Und umso wichtiger ja die Inspiration, die wir uns holen von außen. Denn andere haben das erlebt und ich hatte das ja dann auch nicht. Ich hatte ja nur die 2 Fehlversuche. Und dann musste die eine Änderung her. Ja, genau. Und vor allem jetzt mit dieser Erfahrung setzt du natürlich logischerweise das auch in anderen Bereichen ein, in deinen Geschäftsbereichen ein, coacht andere damit und hast dann wieder die Bestätigung, ach ja, gut, wenn das anwendest, hast du das Ergebnis. Und wenn es mal nicht eintritt, dann lag es einfach daran, dass der andere es besser gekonnt hat. Oder also wenn es in so einer direkten Competition ist, oder halt einfach, dass die Zweifel halt noch zu stark da waren. Ja? Aber es funktioniert dann, einmal erfahren, das Prinzip einmal erfahren, wird man es in jeglichen Lebensbereichen ansetzen. Ich fand Und dahingehend auch in deinem Seminar so interessant, weil das war so klar und deutlich von dir formuliert, dass du sagst, das alte Ich bringt alte Ergebnisse. Das fand ich ganz toll. Ja, da muss ja eine Veränderung geschehen. Das alte Ich bringt alte Ergebnisse. Wir können also nicht einfach nur die neuen Ergebnisse nur irgendwo in den Raum bringen, sondern man muss ja auch irgendwas verändern. ja, es ist niemand da, der dich aus der Scheiße zieht. Es ist immer nur du selbst, der sich verändert und dadurch auch das Umfeld sich wiederum verändert und dadurch auch wieder Türen aufgehen und Chancen aufgehen. Und dann muss man neugierig sein, sich diese Chancen auch anzuschauen. Das ist auch noch das Wichtige, ja? Dass man wirklich sagt, okay, jetzt ist mir irgendwas über den Weg gelaufen. Und warum läuft mir das jetzt über den Weg? Oder warum läuft es mir vielleicht, das ist ja sehr häufig, mehrfach über den Weg? Warum kriege ich mehrfach Impulse in die gleiche Richtung, dass mir jemand gesundheitlich irgendwas, eine neue Technik an den Weg legen möchte, wenn ich ein Gesundheitsproblem habe? Oder dass mir mehrfach in einem Buch irgendwas über den Weg läuft, in verschiedenen Büchern, wo ich denke, das Thema habe ich eigentlich noch nie in meinem Leben mir wirklich angeschaut, dass man dann hellhörig wird, ja, und wirklich sagt, wenn das jetzt schon 2, 3 Mal mir über den Weg gelaufen ist, dann schaue ich es mir jetzt mal an, auch mit Businessmöglichkeiten, dass man sich wirklich immer prüft, weil ich bin mittlerweile wirklich der Überzeugung, dass wenn mir was über den Weg läuft, dass es einen Grund dafür gibt, dass es mir über den Weg läuft und dass ich dann einfach mir es erstmal anschaue, bevor ich ein Urteil drüber mache. Ja, finde ich sehr spannend. Gerade auch in der Natur ist es ein wunderbares Phänomen. Mir hat mal ein Freund mitgeteilt, wenn man Greifvögel sieht, dass das immer eine tiefe Bedeutung hat, weil das auch in vielen Kulturen so erwähnt wird. Und das hat mir so sehr Freude zubereitet. Allein diese Freude, ja, ob man daran jetzt glaubt für sich oder nicht, kann ja jeder selber entscheiden. Aber allein die Freude, dass jedes Mal, wenn ich jetzt aufs Land fahre oder über Landstraßen und da ist da ein Greifvogel, da bin ich plötzlich in einer ganz anderen Schwingung. Das nimmt mich so mit, denke ich, wow,
Das ist die Bedeutung. Also ja, dann komme ich in dieses bedeutungsvolle Leben, statt in der Oberfläche zu bleiben. Und das fand ich zum Beispiel ein ganz schöner Hinweis von einem Freund. Ja, das ist ja auch praktisch wie eine Krücke. Ja? Ob das jetzt der eine sagt, ja, das ist Blödsinn oder nicht, das ist vollkommen egal. Ich habe für mich in meinem Weltbild dann sozusagen ein Muster und das ist ein Knopf, den ich gefunden habe, der mir Freude bereitet und der mir von außen eingespielt wird letztendlich. Ich fahre da vorbei und dann in deinem Fall jetzt ein Greifvogel. Also ich habe als Jugendlicher eben ganz viel so mit Zoologie gearbeitet, Bestandserfassung gemacht, auch von Insekten dann, auch Schwebfliegen. Ich habe die seltenen Schwebfliegen damals noch gesehen, die man heute eben kaum noch sieht, weil wir haben ja weltweit in den letzten 10 Jahren einen Insektenmassenrückgang von 41%, also 41% weniger Insekten. Weißt du, hast früher vielleicht an den Tankstellen noch im Insektenschwamm die Windschutzscheibe von Insekten gesäubert. Wer hat in den letzten Jahren noch seine Windschutzscheibe säubern müssen? Ja, also es ist ja extrem, was vor unseren Augen verschwindet, aufgrund dieser Schadstoff-, dieser Pestizidbelastung, die da ist. Und für mich ist es natürlich ganz traurig, weil ich jetzt Söhne habe, die sind 9 und 12 und die springen natürlich im Wald mit mir rum und ich würde ihnen gerne diese Edelsteine, diese seltenen Tierchen zeigen, die sind aber nicht mehr da. Und wenn mal ein einigermaßen seltenes wieder kommt, dann ist das genau der gleiche Effekt. Ich bin dann einen Tag lang gut gelaunt. Also ich sage, wow, für mich war das jetzt ein Highlight, dass ich das gesehen habe. Und daher ist es, egal welche dieser Anker du hast in deinem Leben, die dich durchziehen und deine Vorstellung, wie du durch die Welt gehst, auf irgendwelchen solchen Punkten aufsetzt, dann kann der eine sagen, es ist Aberglaube. Nein, das Outcome zählt. Es ist die Frage, bist du effektiver, bist du effizienter, bist du besser gelaunt? Und da ist jedes Mittel recht. Ja, und wir haben so unterschiedliche Quellen beziehungsweise auch Möglichkeiten in dieses komplexe, ganzheitliche, und deswegen finde ich deine Arbeiten auch so toll und die sprechen mich so sehr an, weil du kommst aus der Medizin, bist aber komplementär aufgestellt und beziehst Körper, Geist und die Emotionen einfach durch, sowohl Seele, beziehst alles zusammen und siehst es als ja, komplexe Struktur. Und gleichzeitig, ich bin so ein bisschen aus der Praxis, sage ich mal, mit den Menschen, die in der Kampfkunstschule ankommen. Und ich finde es da wiederum sehr schön, dass die einfach mal, sage ich, du kannst von überall einsteigen in dieses komplexe Wesen, das du bist. Du kannst also eine kleine Veränderung machen im Bereich Mindset. Und schon wirkt sich alles auf. Das ist wahrscheinlich sowieso die Königsdisziplin. Ja, dieses Thema, das du im Seminar erwähnt hast mit den 4 Gs des Glücks, Gesundheit, Geld, Gemeinschaft und genetische Disposition, also Mindset, finde ich sowas von spannend. Und dass, wenn man am Mindset arbeitet, dass man gleich quasi alle Levels des Glücks hebt. Denn dort hast du gemeint, ist sozusagen, das geht voraus den anderen, diese genetische Disposition. Das fand ich ganz spannendes Thema. Deshalb sind ja auch solche Interviews oder dein Seminar und andere Podcast-Hörbücher so wertvoll, dass wir am Mindset arbeiten. Und wenn wir jetzt am Mindset arbeiten und dann insgesamt unsere Leistung anheben, dann passiert's eventuell, dass das Gesamtgerüst nicht mitziehen kann, weil wenn wir mehr leisten, aber auf der physischen Ebene genau das gleiche essen und trinken, unsere Schlafhygiene nicht berücksichtigen und zum Beispiel frühs dann immer aufstehen und eben nicht mehr auf unsere 7, 8 Stunden Schlaf kommen, sondern dann nur noch 5,5, 6 Stunden schlafen und das vielleicht auch noch unruhig und sonst da hochschaukeln etwas, da sehe ich die einzige Gefahr, die quasi in der Entwicklung von dieser Morgenroutine passieren kann. Also jetzt habe ich diesen Durchlauf von diesen Elite-Camp-Leuten gehabt. Ich habe das 4-mal gemacht, 4-mal 6 Wochen mit einer Gruppe. Und die einzigen, die es nicht ganz geschafft hatten, haben genau auf diese Punkte nicht besonders geachtet und sind dann mit dem Schlaf nicht mehr zurechtgekommen oder hatten in der Ernährung nichts umgestellt, nichts verbessert. Und dann habe ich gemerkt, es ist ja eigentlich logisch, wenn ich höhere Leistung fahren will, aber genau das gleiche esse und trinke wie vorher, das muss ja irgendwo ein Error ergeben. Das funktioniert, kann ja irgendwie gar nicht gehen. Und das war für mich dann auch eine interessante Erkenntnis. Würde mich interessieren, was du da als Mediziner dazu sagst.
Ja, es ist natürlich so, wie du sagst, das ist ja das Hauptproblem der Gesellschaft eigentlich, dass wir in einer Leistungsgesellschaft sind und von jedem Arbeitnehmer immer mehr gefordert wird, immer mehr auch die Arbeit sich auch für viele immer weniger lohnt. Das heißt, es geht ja der Trend zum Zweit- oder zum Drittjob. Man ist immer mehr im Dauerstress, damit auch immer in einer schlechteren Schlafhygiene, immer schlechtere Regenerationszeiten, immer schlechtere Ernährung, weil eine gute Ernährung kostet einfach Zeit. Ja? Du musst dir überlegen, was ich einkaufe, wie ich es zubereite, insbesondere wenn man eben nicht mit hochraffinierten Lebensmitteln arbeiten möchte. Und dann kommt halt dann irgendwann wirklich so dieser schleichende Burnout-Prozess, wo du dann nicht mehr kannst. Und es gibt viele Menschen, die wissen, was sie tun müssten. Sie kriegen es nur nicht umgesetzt. Gell? Also wir wissen, dass wir uns bewegen müssen, dass wir als Bewegungstiere gebaut sind. Wir wissen, dass wir eine Regeneration brauchen. Wir wissen auch, dass wir uns mit guten Gesprächen einer der ganz wichtigen Faktoren ist guter Austausch. Gell? Also Einsamkeit ist ja da einer der Haupt lebensverkürzenden Faktoren. Gibt es jetzt eine Studie, die ich auch erwähnt habe, mit 750.000 Veteranen, die man Langzeit beobachtet hat. Und einer von den 8 Faktoren, die lebensverkürzend sind, ist also da zählten natürlich auch Sachen wie Alkohol und Rauchen dazu, aber eben schlechte Ernährung bzw. Bewegungsmangel und vor allem auch diese Einsamkeit. Also wir brauchen natürlich auch Zeit für gute Gespräche, für tiefgreifende Gespräche, um sich über so Dinge auszutauschen, wie wir das jetzt auch tun. Du musst draußen sein, du musst an der frischen Luft sein, du musst am Tageslicht sein. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich war damals selber auf einer Intensivstation als Patient gelandet in einer Phase, wo ich monatelang im Dunkeln in die Klinik bin und im Dunkeln aus der Klinik rauskam und dazwischen im Neonlicht war und ich habe quasi kein Tageslicht mehr gesehen. Das macht krank, solche Dinge. Und daher ist es so, dass wenn wir auf Zellebene verarmen an Energie, weil diese ganzen Einflüsse, Regeneration, Tageslicht, gute Nährstoffe fehlen, dass wir dann auch nicht mehr in der Lage sind, geistig klar zu denken. Wir kommen ja in so einen Nebelzustand. Und im Moment hat man ja den Eindruck, dass die Hälfte der Bevölkerung, eigentlich im Nebel rumrennt. Die sagen von sich aus, ich bin in der Frühjahrsmüdigkeit, falle ins Sommerloch, gehe in die Herbstdepression und bin dann im Winterschlaf. Und genau hier, ist es dann auch schwierig, wenn jemand wirklich dann so runtergefahren ist, zu sagen, hey, pass auf, ich mache mit dir ein Camp. Du stehst jetzt um 5 Uhr jeden Morgen auf, um 6 Uhr bist bei mir im Studio und machst dann 6 Wochen Training. Das funktioniert nicht. Ja? Und du hast ja jetzt du hast ja auch mit 30-Tage-Camps angefangen, das nächste 30-Tage-Camp. Dann haben die gemerkt, Mensch, 30 Tage gingen gut, ich mache nochmal 30 Tage und jetzt bist du mittlerweile bei einem Commitment von einem Jahr. Hättest du den Leuten von Anfang an gesagt, dass sie ein Jahr morgens aufstehen sollen, um 5 hätten die dir den Vogel gezeigt. Du musst langsam wieder aus diesem Loch rauskommen in kleinen Schritten. Und wenn ich jetzt zu jemandem sage, der so in der Kraftlosigkeit ist, ernähr dich besser, kauf besser ein, dann sagt er schon, ich in den Supermarkt, ich krieg das überhaupt nicht hin. Ja? Also das überflutet mich von Reizen und gut einkaufen, wann soll ich denn das machen? Und wenn dann sagst, na gut, okay, dann machen wir halt ein bisschen Sport, dann gehen wir halt joggen. Ich 2 Kilometer joggen habe, ich Seitenstechen, dann tut mir alles weh und dann fühle ich mich 5 Tage schlecht. Ja? Dann ist immer die Frage, was kann jemand verändern, der vollkommen ausgepumpt ist? Und das Einfachste ist tatsächlich schlucken. Also man kann schlucken, solange man nicht auf einer Intensivstation ist. Und daher bin ich da Fan von Vitalstoffen, also von Pflanzenprodukten, die einfach mal so auf Zellebene die Nährstoffe wieder liefern, ja? Die dann hochqualitativ verarbeitet sind und dann kommt man erstmal wieder, dann steht das Wasser nicht mehr hier, dann steht es da. Und das Spannende ist, dass ja viele sagen, ja gut, man kann ja nicht mit irgendwelchen Pülverchen oder Pillchen die Probleme der Welt retten. Nein, es geht nur darum, den Anfangsschub zu geben. Und das Spannende ist, dass wenn man aber das Know-how vermittelt dazu, dass es eine Gesamtveränderung braucht, es braucht Bewegung, es braucht eine bessere Ernährung, dann ist plötzlich die Energie auf einem Level, wo man sagen kann, jetzt trauen sich die Menschen, das andere auch noch auszuprobieren. Und du kennst es in der Sportwelt, dass die Leistung mit Aminosäuren, mit Proteinshakes eindeutig zu steigern ist. Deswegen benutzt die gesamte Leistungssportwelt solche Produkte.
Und deswegen denken viele in der Bevölkerung, ja, ich brauche ja sowas nur, wenn ich Leistungssport mache. Nein, ich brauche sowas, bevor ich überhaupt mit dem Sport beginne. Das ist meine Erfahrung. Dann gehen nämlich diese 2 Kilometer Joggen problemlos. Dann habe ich auch keinen Muskelkater hinterher, wenn ich sofort das, was die Milchsäure wegpulvert, BCAAs hinbringe, den Muskel sofort in die Regeneration bringe. Dann schaffe ich nämlich 3, 4 Tage später meine 3 Kilometer und fühle mich immer noch gut dabei. Und dann kriegt man die Leute nämlich aus dem Loch raus. Und sobald sich dann jemand regelmäßig bewegt, dann hat er auch einen anderen Appetit. Dann hat er auch plötzlich Lust auf verschiedene andere Sachen. Und das ist das, was viele nicht verstehen, dass man am Ende des Trainings besser etwas hat, was schon für den Muskel vorverdaut ist, weil ich so schnell gar nicht verdauen kann, wie diese goldene Phase der Durchblutung der Muskulatur da ist. Das heißt, wenn da sofort was rankommt, es funktioniert eigentlich nur über gute Sportgetränke. Und gleichzeitig wiederum habe ich einen Effekt, dass ich den hauptlebensverkürzenden Faktor, einer von diesen Faktoren, nämlich die Sarkopenie, wie wir das nennen, also den Muskelabbau im hohen Alter, weil der Alltag beschwerlicher wird, weil Schmerzen da sind, weil ich mich dann noch weniger bewege, noch mehr Muskelabbau. Das ist ja eine Spirale nach unten. Und die kann ich ja tatsächlich durch eine gute Unterstützung mit guten Sportprodukten und dann auch einer besseren Ernährung, weil das ist auch ein Problem des Alters, dass sich die alten Menschen nicht mehr aufwendig selber was kochen und die bringen sich selber in die Spirale runter. Und ich kenne Menschen, die bis ins hohe Alter super vital sind, weil sie genau das machen. Ja. Also mein Vater zum Beispiel, Da fällt der mir. passionierte Golfer und null Schmerzen und einfach total fit. Ja. Ja, da schließt sich jetzt für mich plötzlich der Kreis, denn wenn ich die Aminosäuren habe, dann mache ich mir das Training auch deutlich leichter. Ich komme ja ganz viel besser in die Aktivität, wenn ich ein bisschen Koffein oder meine Aminosäuren habe. Ich mache mir das Training den Schritt ja viel leichter und wenn ich die nach dem Training direkt zuführe, habe ich auch diesen positiven Effekt. Das heißt, ich muss nicht erst warten, weil das Thema mit dieser Delayed Gratification, dass man erst sehr in der Zukunft belohnt wird, macht ja immer so ein Problem. Aber wenn wir quasi direkt nach dem Training toll versorgt sind, nimmt der Körper diese Energie auf und kriegt diese Belohnung und dann kommt man in diese Freude direkt rein und die möchte man dann öfter haben, die möchte man dann jeden Tag haben. So schließt sich der Kreis und ich finde das so ein wichtiger Schritt, weil der ist so simpel. Also mit dem Mindset arbeiten, wir können darüber viel reden und da tut sich auch sehr viel mit Sicherheit, das ist überhaupt gar nicht zu bezweifeln. Nur das mit der Ernährung ist so simpel. Das ist ja wirklich nur Schlucken. Ja? Da macht man etwas und dann hat man das bei sich auf der Arbeit oder in seiner Trainingstasche und schluckt und somit hebt man schon von da das Energielevel und dann passt sich wiederum auch das Mindset ja an, weil wir sind ja ein Geflecht. Das heißt, wenn ich mich gut fühle, kann ich auch wiederum besser denken. Also man kann quasi hier oder da anfangen. Also Henne oder Ei. Ne? Also man kann natürlich mit dem Mindset arbeiten, dann kommt man eh zur Ernährung. Oder man fängt mit der Ernährung an und kommt dann sowieso auch wieder zum Mindset. Das Richtig. Schöne ist nur, und dieser Optimismus, der ist wichtig, dass wir den an die Menschen weitergeben, weil wir diesen Weg schon eben länger gehen. Ich gehe seit 20 Jahren den Weg des Leistungssports und seit 10 Jahren auch Businessaufbau und du bist ja noch viel länger in dem Bereich sportlich und auch mit deiner Medizin dann so aktiv und da fand ich es auch so toll, wie du gesagt hast, kennst du es oder kannst du es? Das fand ich ganz, ganz toll. Das fand ich so. Das merke ich mir und habe das auch gleich schon heute in anderen Gesprächen gleich weitergegeben. Kennst du es oder kannst du es? Weil du wusstest ja in dieser Zeit, von der du so offen sprichst, als du in der dann in der Notaufnahme warst und Schwierigkeiten hattest, du wusstest ja theoretisch auch, dass du schlafen solltest und dich gut ernähren solltest und so weiter. Also dafür muss man ja jetzt auch nicht unbedingt studieren, das weiß man ja eigentlich. Aber an dem Zeitpunkt warst du noch nicht dort, wo du sagst, du kannst es auch und jetzt kannst du es und dann ist unsere Verantwortung, das weiterzugeben. Und das ist wiederum für mich eines der größten Motivationen, denn wenn ich mich
für mich habe ich die größte Wirkung auch auf mein Umfeld, auf meine Kinder, auf auf die Menschen, die ich liebe. Und das ist für mich dann wiederum die Schubkraft, wo ich sage, okay, dafür gebe ich mir diese Veränderung. Denn für sich selbst kommen vielleicht Zweifel. Weil wenn ich jetzt nur an mich selbst denke, da kenne ich auch viele, die dann sagen, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oder ja, der, ne? Also diese Selbstzweifel, da ist dann die große Kraft, merke ich auch bei vielen, auch zum Beispiel jetzt bei diesem Projekt, das ich da habe, mit dieser Frühroutine, ist bei vielen die Kraft. Aber wenn mein Sohn mal groß ist, möchte ich da ein Standing haben, dem gegenüber. Und aus Liebe sozusagen zu seinen Kindern, oder da gibt es sogar Leute, die haben ja keine Kinder. Potenziell, also der ist noch jung, der ist noch unter 30, hat noch keine Kinder, ist unternehmerisch aktiv und der sagt, für meine zukünftigen Kinder, also da ist noch gar keine Kinder im Raum, aber allein diese Vorstellung, das gibt eine unwahrscheinliche Kraft und auch davon redest du ja in deinem Seminar, deswegen, ich war da gestern wirklich so voller Energie dabei, weil Mitgefühl, hast du ja auch in deinem Seminar beschrieben, ist die stärkste Kraft, die wir haben. Ja, absolut. Und eben, du musst den Körper, das ist dein Tempel. Das ist ein altes Sprichwort. Und diesen Tempel, den musst du pflegen. Und das wird eben, ich bin auch in die Situation gedrängt worden, das zu vernachlässigen durch den Klinikalltag, durch Kantinenessen und so weiter. Und wir könnten uns von 200.000 essbaren Pflanzen auf diesem Planeten ernähren, aber wir ernähren uns im Schnitt von 12. Und es ist eben extrem schwer, da rauszukommen. Deswegen finde ich diesen Weg auch zu sagen, gut, ich ergänze zusätzlich mit Pflanzenkonzentraten die seltenen Sachen, an die ich einfach im Alltag nicht rankomme. Baue aber darauf dann eine sehr gute Ernährung auf. Ne? Und weil ich merke, okay, mit dem einfachen Weg, mir das noch zuzuführen, fühle ich mich besser. Und dann kommt jeder sehr schnell auf den Trichter, aha, an diesem Rädchen Ernährung kann ich drehen. Und dann beginnen die Leute zu experimentieren und suchen sich irgendeine Ernährungsform, die zu ihnen passt. Und dazu muss man auch sagen, es gibt keine Ernährung, die für jeden passt. Das muss man wirklich, da muss man auf eine Reise gehen und das ausprobieren und darf auch wechseln. Und auch auf Erfahrungen von anderen hören, die dann sagen, du, ich habe so probiert, ich habe so probiert. Und irgendwann findet man seinen Weg. Ja. Und dann erschließen sich eben diese anderen Bereiche wie von selbst dazu. Ja. Dann liest man interessante Bücher, hört coole Podcasts und so weiter und merkt plötzlich, dass man sich nicht mehr unbedingt von Netflix unterhalten lässt. Also unterhalten ist ja ein spannendes Wort, das kommt ja von unten halten, sondern dass man ins Wachstum geht, in das eigene. Ja. Wow, super, wirklich. Danke dir für diesen Austausch. Das ist echt der Hammer. Also das gibt mir auch jetzt ganz viel Kraft, wie schon am Anfang gesagt. Ich finde, es ist für mich so immer ein Maß, kriege ich aus einem Gespräch gerade positive Energie oder senkt es gerade mein Energielevel? Und wenn ich mit dir hier so spreche oder dein Seminar anhöre, dann hebt das mein Energielevel. Ich habe noch viele, viele weitere Fragen, aber die können wir dann vielleicht mal an einem anderen Zeitpunkt, zum Beispiel, was für mich super interessant wäre, einfach nur mal ganz kurz in den Raum gebracht, diese Zuckerfalle, die immer wieder entsteht, ja, das Verlangen nach Zucker, das beschäftigt sehr viele Menschen auch und wie wir da so rausarbeiten, aber das wäre wahrscheinlich noch mal ein ganz eigenes Interview. Wir können ja vielleicht da noch mal was gemeinsam ausarbeiten. An der Stelle will ich mich noch mal persönlich bedanken und auch meine Faszination noch mal ausdrücken, was für eine Leistung du auch reinbringst, zum Beispiel in so einem Seminar, wo du quasi einmal alles dieses ganze Wissen zusammenfügst, in eine Verbindung bringst. Das waren ja so viele Literatur, Quellen, Bücher. Ich habe mir da auch jedes Mal so einen Screenshot gemacht von dem Bild, damit ich diese Bücher auch alle noch lese. Und dann die aber auch so zusammengefügt, dass das irgendwo einen roten Faden ergibt und dann doch so ein ganzes Bild entsteht. Und dann diese Performance, 3 Stunden da abzuliefern, da bin ich immer noch baff. Ja, das war wirklich für mich auch eine große Inspiration. Danke dir nochmal. Danke dir auch, du, für deinen Input, den du hier gemacht hast. Also für mich war auch jetzt dieses Beschreiben deines Weltmeisterschaftskampfes, das ist jetzt richtig cool, das mal so wirklich explizit diesen Unterschied. Und vor allem, das ist ja das, was ich auch eine ganz tolle Message finde, dass du es zweimal davor halt nicht gemacht hast. Gell? Also das ist wirklich ein
Vorher-Nachher-Vergleich dieser Technik hast. Gell? Und das ist, glaube ich, auch für sehr viele, die hier zuhören, extrem wertvoll zu sagen, okay, wenn ich in eine Situation reingehe, und es kann ja alles sein, das kann ein Gespräch mit einem Partner sein, ein Krisengespräch sein, ein Businessgespräch sein, wie, oder eine Prüfung sein, wie komme ich aus dieser Prüfung raus, und sich genau das vorzustellen, wie ist das Endergebnis? Und das ist genau der Schlüssel. Und auch bei vielen Prüfungen, man lernt oftmals auf Lücke, man weiß genau, es gibt Fragen, da ist man auf dem schwachen Fuß. Aber diese Fragen müssen ja nicht kommen. Also insofern, wenn man sich dann visualisiert, dass nur die guten Fragen kommen, dann ist es eben wahrscheinlicher, ja? Und genauso, ja, sehr schön. Ich danke dir vielmals für das Interview und wir werden sicherlich uns noch mal hier sehen. Danke dir, Erik. Jo, alles klar, danke auch.